Mach doch die verdammte Arsch! Alter, weißt du, wenn das mein Arbeitsplatz wäre und ich so eine Probleme hätte, diese fucking Schublade aufzumachen, ich würde die rausreißen, dass ich diese scheiß Schublade einfach nicht nochmal so eine Probleme habe, die aufzumachen. Mach es doch auf! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Please Don't Touch Anything. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel Spaß bei der heute letzten Folge zu diesem Format. Ja, ich weiß, traurig, aber wahr, wir werden heute nämlich die letzten drei Sachen, die wir nur noch offen haben, lösen, hoffe ich. Ja, ich hoffe, es geht euch soweit sehr, sehr gut. Und da werden jetzt einige fragen, huch, was war denn letzte Woche? Naja, ihr habt ja gesehen, das letzte Mal bin ich hier gefressen worden. Und ich weiß nicht, wie ich mal wieder war, drauf gekommen bin, dass es ein Wal war. Es war natürlich. Es war natürlich kein Wal, sondern, wie wir hier an diesem Bild schon sehen, ein Sandwurm. Naja, und so ein Sandwurm hat halt schon irgendwie eine andere Verdauung als so ein normaler Wurm oder ein Wal. Und deswegen bin ich jetzt erst wieder da? Nein, natürlich nicht. Ich habe mir einfach mal an dem Samstag letzte Woche eine YouTube-Pause gegönnt. Das muss auch mal sein. Und jetzt sind wir wieder da. Ja, weil wir haben eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr so viel offen. Und ich habe euch ja gesagt, ich persönlich, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht mehr, wo wir hier noch ansetzen sollen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal dreisterweise geguckt, was denn so die Walkthroughs und Lösungen hergeben. Und habe eine Lösung auf Steam gefunden und bin auf was ganz anderes Spannendes gekommen. Ich habe euch ja gesagt, es gibt hier mehrere Versionen von diesem Game. Und zwar ursprünglich als allererstes entwickelt eine 2D-Version und in dieser 2D-Version gibt es nur 25 Enden des Todes von Satan persönlich. Aber in dieser 3D-Variante, die Leute, die jetzt mal eben schnell durchzählen können, gibt es 30. Und jetzt würde mich an der Stelle interessieren, diejenigen von euch, die vielleicht die VR-Variante spielen, gibt es da vielleicht noch mehr? Das finde ich natürlich sehr, sehr, sehr charmant, dass hier auch immer weitere Rätsel noch dazukommen. Hier, so, jetzt nicht lang drumherum. Jetzt werden einige sagen, wie doof, jetzt macht sie hier Sachen, die sie rausgesucht hat. Ja, allgemein, weil es sonst unfertig ist und ich mit unfertigen Dingen nicht zufrieden bin. Ja, kann ich denn zufrieden sein, wenn ich mir die Lösung irgendwo raussuche? Ja, habe ich jetzt persönlich kein Problem mit. Ich meine, mein Studium, da basieren auch ungefähr ein Drittel der Studienleistungen auf Leistungen anderer, nämlich weil ich mit irgendwelchen Altklausuren oder sowas gelernt habe. Weißt du, man muss nicht immer alles wissen. Hauptsache, man weiß, wo es steht. Altklug rüber. In diesem Sinne, herzlich willkommen in meinem Chaos. Und zwar, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich muss nämlich tatsächlich jetzt auch mal gucken, wie wir da hinkommen, weil ich mir den Weg ehrlich gesagt nicht so ganz aufgeschrieben habe. Und zwar, ihr könnt euch noch an dieses riesige Pad erinnern mit den Symbolen, ne? Ich habe da jetzt eine Lösung mir rausgesucht, die sich mir aber nicht so ganz erschließt. Vielleicht könnt ihr euch noch an ein paar Theorien erinnern, die wir dazu hatten. Ich muss gerade tatsächlich überlegen, wie wir hingekommen sind. Wie sind wir? Ja, perfekt vorbereitet ist sie, ne? Genau so fängt man am besten an, irgendwie ein Video zu machen, indem man mal wieder keine Ahnung hat. Da bin ich wieder zurück. Und zwar, warte mal, unten links. Nee, warte mal, wo war denn das? Ich bin schon wieder verwirrt. Warte. Oben rechts. Unten rechts. Unten rechts. Und oben rechts. Richtig, genau. Das brauchen wir nämlich. Brauchen wir das? Ja, ach so. Ja. Ja, so. Bis zur 666 müssen wir nämlich kommen. Das heißt, ich habe noch ein paar Sekunden Zeit, ein wenig drum herum zu reden. Die Woche, ich weiß nicht, wer von euch mitbekommen hat, ging der Artikel 13 Krimi weiter. Ich nenne das mittlerweile jetzt Krimi, weil das irgendwie, finde ich, doch so eine Mischung aus Comedy und Krimi geworden ist. Fing der Axel Voss doch am Mittwoch an, irgendwie zu sagen, er möchte YouTube eigentlich mehr oder weniger verbieten, weil er der Plattform unterstellt hat,
dass sie ihr Geschäftsmodell auf urheberrechtlich geschütztem Material führen würde und dass diese Geschäftsmodelle doch so nicht bestehen bleiben dürfen. Eskalierte das ganze Internet und auch ich persönlich habe mit einigen YouTube-Kollegen ein bisschen Krisenchats geführt, weil das ist ja doch schon irgendwie so eine Berg- und Talfahrt, die man mitmacht. Gut, ich verdiene jetzt meinen Lebensunterhalt nicht mit YouTube, aber es ist mir trotzdem, zu einem wichtigen Lebensinhalt schon geworden und insbesondere ihr als Community. Herzlich willkommen auch an diejenigen, die vielleicht neu dazu sind, die einfach mal eben nur so reinswitchen. Seid mir doch sehr ans Herz gewachsen schon und da würde einfach für mich massiv ein Teil fehlen. Zum anderen die Art und Weise, wie wir uns jetzt hier mit Spielen beschäftigen. Ja, das machst du ja so privat jetzt nicht, weißt du? Ich rede ja jetzt nicht so mit Bildschirmen alleine. Also doch schon, wenn ich es aufnehme. Aber, du weißt, was ich meine. Und dann gestern, glaube ich, ruderte irgendwie die CDU komplett wieder zurück. Also, es bleibt zumindest sehr, sehr, sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Wobei ich nicht weiß, ob der letzte Vorschlag, der gestern irgendwie so aus dem Himmel herausgekommen ist, ob der wirklich ernst gemeint war. Weil das hörte sich ja nach einem komplett anderen Modell an, als hätte die CDU jetzt eingesehen, dass die Upload-Filter, auf die es ja hinauslaufen würde, jetzt doch nichts bringen würde. Und als müsste man an die jeweiligen Urheber in gewissen Geldsatz zahlen an einer gewissen Lizenz. Also sprich zum Beispiel auch solchen Entwicklern hier. Also wir dürfen sehr gespannt sein. Zack, und drücken jetzt einmal auf den Knopf. Und da haben wir nämlich dieses zauberhafte Pad hier. Ja, ich weiß. Da haben wir ja schon ganz viele Varianten ausprobiert. Und auch ihr habt mir unter das letzte Video, ich glaube, zwei verschiedene Varianten geschrieben. Nämlich einmal drückt doch irgendwas Invertiertes. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, das, was im UV-Licht, glaube ich, nicht dabei ist. Ich bin der Meinung, das haben wir alles schon irgendwie ausprobiert gehabt. Jetzt werde ich gleich versuchen, die Lösung einzutippen. Und ich hoffe, das ist die Lösung. Wenn es die nicht ist, weiß ich nicht. Es stand allerdings keine Erklärung dabei, wie derjenige da drauf gekommen ist. Finde ich so ein bisschen schade. Ich glaube, anhand dessen, was wir da sehen, es ist eine Mischung aus dem Ende mit der Pyramide und dem Satans Ende mit den Symbolen auf dem Bildschirm. Pass auf, ich tippe einfach mal ein. Gedrückt war das Auge, die Sanduhr, der Schlüssel, die Welle und als letztes das Herz. Ich weiß nur nicht, ehe wir das jetzt hier drücken. Ich habe, also das mit Auge, das war, glaube ich, im Pyramidenende dabei. Ich glaube auch die Sanduhr. Ich finde meine Notizen dazu nicht, deswegen versuche ich einfach hübsch lächelnd euch so ein bisschen drumherum zu erzählen, was auch wieder super ist. Und der Schlüssel, den hatten wir ja auf jeden Fall unten in dem Satansende gesehen. Die Wellen in dem Satansende vielleicht. Aber wo kommt das Herz verdammt nochmal her? Wo kommt es her? Ist das irgendwie eine Anspielung von wegen Satan hat kein Herz? Ich weiß es nicht. Also, wenn das jetzt stimmen sollte, Leute. Warte mal. Ich geh mal jetzt. Ich hab's noch so quasi vor mir. Das verstehe ich nicht. Warte mal. Es ist invertiert. So, und dann. The heart is the last button in this picture to press. Aber wo auch immer derjenige, der das da verfasst hat, das Herz her hatte. Ich habe keine Ahnung. Also invertieren wir das Ganze jetzt mal. So sieht das ja invertiert aus und, aber guck mal, da passiert nichts. Ja, das ist jetzt das Ende, I don't understand, ich blende euch jetzt das gleich mal ein. Ist das vielleicht eine individuelle Antwort? Ich weiß es nicht, weil eigentlich müsste da ja jetzt, das Herz soll das letzte sein, was gedrückt wurde, ne? Ich krieg echt zu viel, ne? Also das soll Ende 18 sein, dieses hier. Oder wir müssen es anders machen. So, ich schalte nochmal rum. Also das ist was? Schnalle ich gerade nicht, ne? Schnalle ich wirklich nicht. Also 3, 1, ach, das ist doch bescheuert. Jetzt muss ich diesen verdammten, scheißarschigen, langen Weg nochmal machen. Ach, in ihrer Rage vergisst sie schon wieder. 3, 1, 2, 2, 1. Und das Blöde ist, ich glaube, diese Zahlenkombination, diese 3, 1, 2, 2, 1, 3, werde ich die nächsten Wochen bestimmt oder nächsten Monate einfach tatsächlich
nicht mehr vergessen. Das wäre, als hätte ich jetzt dieses Spiel oder so gewisse Sachen in diesem Spiel einfach auswendig gelernt. Ja, weil es so schön war. Weil es so schön war. Aber siehst du, dann kann ich gleich nochmal Nase putzen und eine neue Aufnahme machen. Das passt doch. Also, wir sehen uns beim Teufelspet. Einfach wieder. Jetzt weißt du, was Satan so da unten in seiner flammenden Gruft macht. Er wünscht sich einfach, dass jemand mit ihm Memory spielt. Und er wünscht sich ganz viel Liebe. Alter, ne? Ich verfluche diesen Spieleentwickler in diese persönliche Hölle hinein, weil was habe ich doofe Nuss natürlich gemacht? Ja, die doofe Nuss hat tatsächlich zweimal drüber gedreht. Ja, ich habe zweimal über die 666 drüber gedreht und fand das nach dem ersten Mal schon sehr, sehr lustig und wollte sagen, ach, guck dir mal die dumme Nuss an. So, also ich weiß jetzt tatsächlich nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Erst das. Was habe ich gesagt? Auge, Sanduhr, Schlüssel, Welle. Was? Aber das war jetzt kein Herz mit dabei. Was ist denn jetzt los? Na bitte, was willst du mir denn jetzt sagen? Was ist denn hier los? Den feiere ich ja. Ist es jetzt, will Satan uns jetzt zu verstehen geben, dass wir nach dieser Tortur... Das sieht so aus, als würde er uns auslachen. Aber da war jetzt kein Herz dabei, ne? Da war jetzt nur die Welle. Verstehe ich nicht. Also ich musste jetzt kein Herz drücken. Da ist ja auch eins. Oh, ist das creepy, Leute. Also, wir sind jetzt im Bereich des Wackelpuddings. Klärt mich auf, wenn ich jetzt schon wieder falsch liege. Es sieht aus wie lustig lachender Wackelpudding. Weißt du, womit sich das erklärt? Um dieses Rätsel zu lösen, beziehungsweise um nicht wie ich mehrfach über die 666 rüber zu rattern, brauchst du einfach irgendwelche Drogen, damit du tiefenentspannt bist. Und nachdem du irgendwelche Drogen konsumiert hast, siehst du genau solchen glibberigen Wackelpudding neben dir rumlachen. Wobei, am Arbeitsplatz? Ich habe keine Ahnung, wir haben es gelöst. Zack und... Ah, ja, das satanistische Ende, Leute. Das war Ende 18. Oh, Himmel, ach, scheiß doch die Wand an. Das gibt's doch nicht. Also, da wäre ich persönlich jetzt nicht so wirklich drauf gekommen. Aber haben wir diese Symbole nicht schon mal selber irgendwie gehabt? Ich erinnere mich tatsächlich jetzt nicht mehr dran. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Es kann sein, dass ich einen Zettel vielleicht irgendwie schon weggeschmissen habe. Aber für mich sieht das so aus, weil ich glaube, Auge und Sanduhr und Schlüssel hatten wir ja schon mal. Und Welle auch. Vielleicht haben wir das Ganze einfach nur in einer falschen Reihenfolge gemacht. Weil, könnt ihr euch noch dran erinnern, immer wenn wir dieses Invertierte ausprobiert haben, haben wir das genauso wie bei dem ersten Versuch, den wir heute gemacht haben, probiert. Also sprich, dass wir erst... Die richtige Lösung, aber nicht... Ja, ist es eine Beschreibung, die man versteht? Ich weiß es nicht. Aber, naja, also wie hat's... Okay, andersrum. Wie sie nicht erklären kann schon wieder. Jetzt hat es ja geklappt, weil wir zuerst alles umgedreht haben und dann die richtige Antwort ausgewählt haben. Das haben wir ja bis jetzt so kein einziges Mal gemacht. Ach, das ärgert mich, ne? Ärgert mich ja irgendwie. Gut, aber ich freue mich trotzdem, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Zwei sind noch übrig. Und auf, welche ist denn das jetzt? Ja, auf diese Lösung wäre von uns die, die jetzt kommt, nämlich Lösung 29, bin ich sehr gespannt drauf, wäre von uns, glaube ich, niemand drauf gekommen. Und zwar, verrate ich euch jetzt noch was dazu? Nee, weiß ich nicht. Der zweite Punkt in dieser Lösung verunsichert mich ein bisschen, ist nämlich ein Utensil, was wir persönlich... noch hier nicht gesehen haben. Ich hoffe, es ist nicht relevant. So, wir brauchen dazu Werkzeug. Hier ist jetzt ein Rätsel mit Werkzeug und... Also ich weiß zwar nicht, warum wir den Hammer brauchen. Bei ersten stand Hammer.
Okay, gut. Also, und jetzt gibt es uns einen Code an, den ich persönlich auch noch nie ausprobiert habe, nämlich Red, Yellow, Yellow, Blue. Und ich weiß nicht, ob wir den... Ja, doch, guck mal, siehst du, das ist die erste Reihe. Red, Yellow, Yellow, Blue. Haben wir den aber nicht schon mal ausprobiert? Ach, ich weiß es nicht. Also, bei manchen Sachen kann sein, dass wir das schon mal ausprobiert haben, kann auch nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, komm, pass auf. Wir wollen jetzt die letzten Sachen gelöst haben. Es bringt ja jetzt nichts mehr drumherum zu raten, blind. Was will ich sagen? Ich weiß es nicht. Prost! Red, Yellow, Yellow, Blue. Dann habe ich die Lösung vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Ist auch blöd, weißt du, wenn da eine Lösung ist, die du tatsächlich nicht so ganz verstehst. Weil da steht ein Utensil drin verzeichnet, das haben wir einfach noch nicht. Das haben wir noch nicht. Und ich wüsste auch nicht, wo wir es herbekommen sollen. Und das ist gerade so mein dezentes Problem. Und jetzt nochmal Red, Yellow, Yellow, Blue... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Dial-O-Tron? Ist das ein Wählautomat? Was ist das? Kann mir jemand verraten, was es ist? Es sieht hier aus wie so ein halber Defi. Also da diese, ja, ich weiß jetzt nicht, ja, siehst du mal, medizinische Kenntnis, weißt du, wollte Medizindoktor machen, aber ich wäre ja nicht am Menschen gewesen. Und kann es nicht beschreiben. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Könnte ja auch ein Teil vom Bügeleisen sein, wo halt die Stange oben fehlt. Ja, sie ist Hausfrau, Hausfrauenkenntnisse auch gleich null. Ja. Und zwar, meine Lieben, hat es... Ich glaube, da werde ich euch nochmal was zeigen. Da gehen wir nämlich mal ins UV. Denn könnt ihr euch noch an das hier erinnern? Ja. Wir spielen nämlich jetzt Tic-Tac-Toe. Jetzt werden einige sagen so, hä? Ich weiß auch noch nicht so genau, was das Ganze wird. Aber was ist das denn? Dialobot? Nein, nicht Boom City. Das haben wir schon gespielt. Und zwar rufen wir nämlich jetzt Joshua an. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Ja. Ach, fuck. Nein, wir rufen natürlich jetzt Joshua erst noch nicht an, sondern Blondie stellt sich schon wieder selten dämlich an. Blondie wollte einfach, dass die Folge doch noch ein bisschen länger ist und wird. Und, ach Leute, ja, was spielen wir danach am Samstag? Ich hätte eigentlich mal Lust auf Rusty Lake, denn ein Abonnentin hatte mir geschrieben, nachdem wir... Mach es doch! Mach doch die verdammte Arsch! Alter, weißt du, wenn das mein Arbeitsplatz wäre und ich so eine Probleme hätte, diese fucking Schublade aufzumachen, ich würde die rausreißen, dass ich diese scheiß Schublade einfach nicht nochmal so eine Probleme habe, die aufzumachen. Mach es doch auf! So, Ruhepuls, nicht mehr fahren. Was wollte ich sagen? Genau, denn wir haben ja schon mal Cube Escape gespielt gehabt, was ja der aktuell, glaube ich, neueste Teil aus der Rusty Lake Spielreihe ist. Und ja, ich habe natürlich einiges anderes noch mehr, was ich jetzt so in dieser Zeit spielen möchte. Aber ich hätte doch eigentlich Lust, mir nochmal sowas anzugucken. Ich bin natürlich auch offen, falls ihr irgendwelche Games seht, wo ihr sagt, probier doch mal das aus. Ja, das soweit. Red, Yellow, Yellow, Blue. Weil ich fand nämlich den Rusty Lake Teil, den wir da gespielt haben, ja, auch so mit Mischung aus Creepy und Rätseln, auch sehr, sehr gut. So, warte mal, was wollte ich jetzt erzählen? Red, Yellow, Yellow, Blue. Also, da haben wir tatsächlich bis zum Ende hier gibt es echt noch was Neues, was wir nicht kennen. Ne? Also, so Tic-Tac-Toe-Feld, habt ihr gesehen, brauche ich euch, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Ist, glaube ich, für die Lösung dieses Rätsels nicht relevant. Wir rufen jetzt Joshua an. Joshua hat die Vorwahl. Ich bin heute unfähig, glaube ich. So, hat die Vorwahl 311. Ich glaube, der Ton ist zu laut, oder? Egal. 399. 2664. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Hä?
Leg es doch weg. Jetzt haben wir den Hörer da raufgelegt. Ich check dieses Ding nicht, ne? Also jetzt finde ich, hat es wirklich Ähnlichkeiten mit einem sehr alten Bügeleisen. Was ist das? Kann mir das jemand erklären? Was ist das? Weil irgendwie, redet das Gerät mit sich? Ich habe keine Ahnung. Also, dann rufen wir jetzt nochmal Joshua an. Ach, leg doch diese fucking Diskette. Leg sie doch weg, Mann! Ich mache einfach nochmal eine neue Aufnahme. Also, diese Diskette bereitet mir ja DZ-Probleme, ne? Also, 3. Oh, jetzt kann ich nicht wählen. Oh, leg doch diese arschige Arschdiskette einfach beiseite. Schmeiß sie. Weißt du, wenn das jetzt mein Arbeitsplatz wäre, ich würde die irgendwo hinfeuern. Weg. Okay, ja gut, auf Arbeit würde ich es wahrscheinlich weglegen. Zu Hause würde ich eher massive Aggressionen auslassen. Also, Hörer darauf. Ich muss aber nah rangehen, weil meine Wurstfinger einfach sonst die Tasten nicht treffen. Das ist mein Problem. Weil dann stand Select Player Zero. Warum schnalle ich diese? Also siehst du, sie ist selbst zu blöd, wenn sie sich Lösungen raussucht, diese Lösung tatsächlich korrekt zu lesen. Ich gucke jetzt nochmal rein, was da jetzt original steht. Also, get the hammer, open the drawer. Was ist open the drawer? Wir haben keinen Drawer. Get the screwdriver, unscrew the right panel, red, yellow, yellow, blue, put the phone on the device that shows up, dial 311-399-236. Ah, ich habe die falsche Nummer gewählt, Leute. Ich habe hier echt die falsche Telefonnummer gewählt. Alter. Entschuldigung. Ja, wenn du natürlich die falsche Telefonnummer wählst. Ach, hier ist das peinlich. Oh Gott. Ja, Dummheit wird natürlich bestraft. Zu Recht. Scheiße. Ich ziehe mich mal kurz aus. Jetzt ist mir augenscheinlich sehr warm geworden. Ja, zur Erleichterung oder auch zur großen Enttäuschung aller, das kann man jetzt sehen, wie man will, besitze ich natürlich noch Kleidung, die ich drunter trage. So, probieren wir es jetzt mal mit der richtigen Nummer. Alter, gebe ich die falsche Telefonnummer ein. Schon wieder. Ja, Wurstfinger, das Thema hatten wir ja schon. So, pass auf, ich scrolle jetzt näher ran. 399. 2, 3, 6, 4. Da passiert was. Hallo, Joshua, spiel mit mir. Ich bin alleine auf Arbeit. Was? Connected, login, Josh. Was ist denn? Greetings, what? Ach nee, müssen wir jetzt Tic-Tac-Toe spielen? Muss ich jetzt was tun? Ey Leute, ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt das Ende? So depressive Musik dazu. Weil die Frage ist, wer ist Joshua? Ist Joshua real oder heißt Satan mit Spitznamen Joshua? Ich weiß es nicht. Aber genießen wir einfach nochmal kurz diese mystische Musik. Und überlegen, wer Joshua ist. Vor allen Dingen hat Joshua das Licht ausgemacht oder waren wir das? Ich weiß es nicht. Ich mache mal einen Tick leiser. Hä? Aber wir müssen wirklich spielen. Aber wie wählen wir dann? Wie wählen wir das dann aus? Wie? Hä? Weil hier steht Select Player Zero. Aber wie? Hä?
Jetzt muss ich das nochmal machen und schon wieder diese Scheiß-Taste da. Ah, verdammte Axt. Also, weil es nochmal so schön war, ich mach nochmal leise. Aber wie wählen wir den denn dann aus? Ich weiß es tatsächlich gerade noch nicht. So, mach es einfach auf. Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Joshua! Spiel mit mir! Kann man auch sehr falsch verstehen, oder? Jetzt bin ich gespannt, was gleich auf dem Bildschirm alles stehen wird. Joshua! Was? Handshake? Connection to remote. Host. Connected. Log in. Oh, jetzt stehen tausend Codes. Ja, bitte? Hallo? Und das löst gleich einen Atomkrieg aus. Haben wir Joshua überfordert? Was? Ich kann keinen Schach. A strange game. Would you prefer a nice game of chess? Muss ich jetzt antworten? Also, Joshua ist... okay, wir haben offensichtlich vorschnell aufgegeben. Joshua ist überfordert gewesen mit Tic-Tac-Toe. Kenn ich. Ich bin überfordert, wenn ich Telefonnummern eingeben muss, weil ich das auch nicht hinbekomme. Was muss ich denn jetzt tun? Auch jetzt auf Reset? Ja, Tatsache, Leute. Leute, das war das vorletzte Ende. Was? I need to take a bathroom break. Just stay here for a minute. Ich warte jetzt schon länger als eine Minute. Did you ask what that panel's for? Ja. Eh, don't bother. It's just a coffee machine. Was? Strange looking, right? Was? I don't know where it came from. Just appeared here one day. Was? Sometimes it shows ads on the screen. You can order some coffee while I'm gone. Just push the red button. Wollt ihr uns erzählen? Dieses Gerät ist eine einzige... Also ich weiß ja, was das letzte Ende ist, aber den Zusammenhang kannte ich nicht. Was? Nein! Nein! Nicht dein Ernst! Ah. Okay, sehr geil. Ja, wir bedanken uns, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, aber ich lasse das jetzt einfach mal so laut, ganz herzlich bei diesen allen Leuten, die das hier programmiert haben. Ah. Na, in diesem Sinne, Prost, ich mag keinen Kaffee, hat aber auch Koffein. Oh, ich kann ihn sogar hochnehmen. Scheint nicht so heiß zu sein. Ah, ah, ah. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, das war Please Don't Touch Anything 3D. Oh Gott. Please Don't Touch Anything. Ach, guck mal, das war das Logo, was da am Schrank ist. Ja, wow. Guck dir an, wie viele tausend Leute da immer mit beschäftigt, also dran beteiligt sind, so. Liebe, das genau war Please Don't Touch Anything 3D. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Format und wir werden jetzt erstmal die Kaffee-Dings
da ist er weg. Das letzte Ende, Leute. Oh, was ist denn jetzt? Was ist denn hier jetzt? Guck mal, jetzt ist noch ein Mini-Knopf an der Seite. Ist das der Kaffeeknopf? Ach, geil. Und da haben wir das Ende doch mal. Also willst du mir erzählen, das alles ist einfach nur eine einzige Kaffeemaschine? Ist doch nicht dein Ernst. Also, wir haben jetzt tatsächlich alle hier zusammen... Also, so, ja, Kaffee ist für viele ja Überleben von so einem schwierigen Arbeitsalltag. Ach, Leute. Ja, schwarz wie Satan und Kaffee. Aber guck mal hier, siehste, das Symbol, nämlich, das haben wir im Abspann ganz schnell gesehen. Und deswegen werden wir jetzt mal auf das Menü gehen. Wir sind jetzt hier in diesem Raum, glaube ich, fertig. Wir können uns zwar nochmal umgucken, ob wir nochmal irgendwas sehen. Bin ich raufgekommen? Ich glaube, ne? Aber ich glaube, weil es kann natürlich auch sein, dass es noch zusätzliche Sachen gibt. Die hätte ich so jetzt nicht in die Lösung gefunden. Nee, ich glaube, das war's. Pass auf, dann gehen wir nämlich jetzt mal aufs Menü. Siehste, das hier links, ne? Das da. Sind die gerade jetzt neu dazugekommen? Aber was passiert denn, wenn wir das machen? Passiert dann irgendwas? Also zumindest können wir da auf das Symbol draufdrücken. Ich weiß noch nicht, ob dann irgendwas passiert. Gehen wir nochmal ins Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob das... Ich habe keine Ahnung. Aber meine Lieben, das genau war Please Don't Touch Anything. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit diesem Format. Ich persönlich hatte es wirklich sehr, 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 sehr. Und da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei euch da draußen, die nämlich einfach fleißig mitgerätselt haben und mir auch geholfen haben in den Kommentaren. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, sonst wäre ich nicht so weit gekommen. Ohne Lösung. Und würde mich einfach sehr freuen. Was will sie sagen? Sie ist schon wieder verwirrt. Und würde mich einfach freuen, wenn ihr trotzdem weiter am Ball bleibt. Hier auf diesem Kanal einfach mal wieder rumschaltet, wenn ihr mögt. Und jetzt genießt den Tag. Seid ein wenig dirty. Und kommt einfach irgendwann wieder, wenn ihr mögt. Tschüss.